Hallo ihr Lieben, wir reden heute über die Nikotinabhängigkeit. Tata, natürlich, Sie haben schon lange darauf gewartet, mich mehrmals gebeten, aber Sie wissen ja, es gibt so viele Themen, es gibt so viele von euch, die das oder jenes wissen wollen und da kommt man einfach nicht hinterher. Nikotinabhängigkeit. Man braucht einen eisernen Willen. Das ist das A und O. Sie können das nicht mehr hören, ich weiß, aber es ist die stärkste Abhängigkeit, die es gibt. Tatsächlich. Also die stärkste Abhängigkeit, die wir haben, ist die von Nikotin. 80% werden rückfällig. Wenn Sie das jetzt zum Beispiel gegenüber anderen Drogen vergleichen, wie Haschisch, Marihuana oder was es da noch gibt, da ist die Rückfälligkeitsquote 20 bis 40% und Nikotin 80%. Man sagt, wenn Sie wirklich abstinent waren und jetzt an einem Ort vorbeikommen, wo Sie zuerst mal Ihre Zigarette angesteckt haben oder Ihr glücklichstes Erlebnis mit dieser Zigarette verbinden, werden Sie automatisch wieder rückfällig, ne? Also Ihr Gehirn lässt das anders gar nicht zu, weil Sie das einfach verbinden. Hemingway sagte, wir kennen das ja alle, Huckleberry Finn, Hemingway sagte, mit dem Rauchen aufhören, kein Problem, ich habe das schon 100 Mal gemacht. Und das ist das Problem. Meine Lieben, Sie kommen zu uns in die Apotheke und sagen, ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören. Ich habe gehört, es gibt da Kaugummis, Pflaster, was nehme ich? Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören möchten, dann möchte ich Sie bitten, dann auch konsequent zu sein und sich gegenüber ehrlich zu sein. Es ist ein teures Vergnügen, mit der Unterstützung, nicht nur mit dem eisernen Willen aufzuhören, sondern mit der Unterstützung der medikamentösen Therapie. Aber dann sollten Sie auch wirklich konsequent sein und dieses Geld auch dafür zur Verfügung stellen. Worin liegt das Problem? Wir haben Pflaster. Mit denen wollen wir mit dem Rauchen aufhören. Es ist jetzt egal, welche Marke Sie nehmen, ob Nicorette oder Nicotinell, das ist mir alles wurscht. Ich zeige Ihnen nur das, was wir in der Apotheke vorrätig haben. Wegen der Retourenquote beim Großhandel bestelle ich natürlich nichts extra. Also, Sie fangen, wenn Sie über 20 Zigaretten am Tag rauchen, fangen wir mit der Klasse 1 an, mit der Stärke 1. Wenn Sie unter 20 Zigaretten am Tag sind, werden wir gleich mit 2 anfangen. Und dann gibt es auf der Rückseite so ein schönes Schema, was ich Ihnen zeigen darf. Und da steht, dass Sie 3 bis 4 Wochen mit Nummer 1 machen. Bei starker, jetzt über 20 Zigaretten am Tag, Abusus. Dann machen Sie 3 bis 4 Wochen mit der Stärke 2 und dann 3 bis 4 Wochen mit der Stärke 3. Wenn Sie jetzt weniger als 20 Zigaretten am Tag rauchen, dann haben wir das gleiche Schema, nur 2, 2, 3. Und dieses Geld und diese Zeit sollten Sie bitte investieren. Erzählen Sie mir nicht, Sie haben jetzt 2 Wochen lang die Pflaster mit der Stärke 1 angewandt. Ja, danach musste ich wieder rauchen, hat alles nichts gebracht. Nein. Also wenn Sie die Therapie beginnen, dann müssen Sie konsequent sie auch durchziehen. Die Therapie ist wirklich in Studien auch bestätigt worden, aber nur dann, wenn man diesem Schema folgt. Also Sie können jetzt nicht einfach 2 Dosen davon verwenden und einfach hoffen, dass es wirkt. So funktioniert das Leben nicht, das wissen Sie. Man muss alles bis zum Ende durchziehen. Wenn Sie jedoch zu mir sagen, ach wissen Sie, ich bin nur so ein Partyraucher, wenn ich auf die Party gehe, dann rauche ich ab und zu einen, sonst nicht, aber davon möchte ich auch gerne abkommen. Dann haben wir für Sie hier die Kaugummis. Sie stecken einfach so ein Kaugummi ein, wenn Sie eben Ihr Verlangen nach Nikotin haben. Sie können das auch ankauen und dann in die Backentasche schieben. Sie müssen das nicht die ganze Zeit kauen. Es gibt auch Lutschtabletten, auch mit der gleichen Richtung. Wobei bei den Kaugummis eben der Vorteil da ist, es ist auch ein bisschen pfefferminzig und die Patienten sagen einfach, wir kriegen dann besser Luft. Sie wissen ja auch, wenn Sie rauchen, kriegen Sie sofort Gefäßerweiterung und Sie kriegen auch Luft im ganzen Körper. Und hier haben wir eben durch diese pfefferminzige Note auch diesen Vorteil. Es gibt relativ neu auf dem Markt, das Nicorette Spray, wurde sehr gut angenommen auf dem Markt, so dass sie wirklich sehr selbstständig und sehr eigen das dosieren können. Also sprich, wenn Sie in dem Moment, wo Sie das Verlangen nach einer Zigarette verspüren, sprühen Sie auch dieses Spray. Was ist der Vorteil gegenüber den Pflastern, wenn Sie jetzt das Verlangen haben, hier bei den Pflastern eine Zigarette anzustecken und zusätzlich zum Pflaster zu rauchen, haben wir ein Problem des Bluthochdrucks, der Herzbeschwerden, ne? Also unser Kreislauf rast dann. Hier haben wir natürlich dieses Problem nicht. Wir steuern selber. Also wir steuern selber, wann wir jetzt Nikotin zu uns nehmen, ob durch Zigarette oder durch Spray, ne? Und das ist wirklich super. Was ist ja das Problem beim Rauchen? Wir fühlen uns durch die Zigarette besser, die Gefäße sind erweitert, es wird einfach
das ganze neurotransmittische System beeinflusst. Es wird Noradrenalin, Dopamin ausgeschüttet. Das sind so Botenstoffe, die uns gut fühlen lassen. Wir fühlen uns wohl, wir sind nicht gereizt, wir haben gute Laune, wir sind entspannt, wir haben weniger Appetit, weniger Hungergefühl. Ne? Unsere Enzyme bauen alles viel schneller ab. Also dadurch, wenn wir jetzt anfangen zu entwöhnen, sind wir dementsprechend genau das Gegenteil. Wir sind depressiv, wir sind launisch und reizbar und wir haben natürlich mit Gewichtszunahmen zu kämpfen und. Es gibt zwei chemische Wirkstoffe, die uns dabei helfen können, bei der Nikotinentwöhnung, die wirklich auch oft nur nach ärztlicher Indikation natürlich und unter ärztlicher Begleitung Anwendung finden. Das ist einmal das Bupropion. Das ist jetzt ein antidepressiver Wirkstoff, der aber dadurch, dass Noradrenalin und Dopamin einfach nicht wieder aufgenommen werden, sondern dort verbleiben, dafür sorgt, dass wir uns trotz Entwöhnung, trotz Abstinenz gut fühlen und zusätzlich wird im Belohnungssystem unseres Gehirns ein entsprechender Impuls ausgeschüttet, sodass das Verlangen nach der Zigarette einfach erloschen ist. Das ist jetzt das Bupropion und dann haben wir nochmal ein zweites Präparat auf dem Markt, das nennt sich Champix. Beide Präparate werden einschleichend dosiert, auch Champix fängt man in so einer Starterpackung an, wo man mit 0,5 Milligramm anfängt und eben nach 1 bis 2 Wochen auf 1 Milligramm übergeht. Die Behandlung mit Champix erfolgt über 12 Wochen. Bei Champix ist das so, dass dieser Wirkstoff Varenicline, bindet sich ganz gezielt an die Nikotinrezeptoren und sorgt dafür, dass wir diese Entzugserscheinungen eben einfach nicht haben. Zusätzlich ist der Vorteil beim Champix einfach, dass wenn wir jetzt ein Brecher sind und eine Zigarette anstecken, dass die Botenstoffe, die Nikotinbotenstoffe der Zigarette nicht an den Rezeptoren anbinden können, weil Champix diese Rezeptoren gerade blockiert und dadurch haben wir durch diese angesteckte Zigarette nicht das Gefühl, wow, geht's mir wieder gut, weil ich eine Zigarette angesteckt habe. Nein, dieses Gefühl haben wir nicht. Wir sind wirklich dann dank Champix da abgesichert, so dass wir dann denken, oh, also jetzt ne, hätte ich auch nicht machen müssen und können mit der Therapie einfach weitermachen. Und das ist der große Vorteil. Also dieses Medikament wird sehr oft von den Ärzten auch bei uns verordnet hat schon sehr vielen geholfen, vom Rauchen einfach wegzukommen. Sie kennen das auch aus der Schwangerschaft. Wenn jetzt eine Frau schwanger ist, wird auch einfach im Körper dieses Adrenalin ausgeschüttet und Dopamin, also die Botenstoffe, die für Zufriedenheit sorgen. Und dann ist es für eine Frau einfach wesentlich einfacher, auch mit dem Rauchen aufzuhören. Sie haben von mir vorhin gehört, 80% sind werden wieder nikotinabhängig. Wie groß ist die Chance bei den Präparaten, bei den Rezeptpflichtigen, von denen ich gerade gesprochen habe? Also es ist tatsächlich so, bei Bupropion liegen wir bei 15% und bei Champix bei 22%, dass die Therapie wirklich ohne später wieder zum Rückzug geführt zu haben, wirklich gut gegriffen hat. Also Sie sehen, 80% sind immer noch enorme Willenskraft des Patienten. In diesem Sinne, seien Sie stark, bleiben Sie dabei, schreiben Sie mir, wie haben Sie es geschafft, wie haben Sie den Teufelskreis durchbrochen. Schreiben Sie auf mir auf Facebook, abonnieren Sie mein Instagram, ich bin immer für Sie da. Bis dahin, alles Gute, tschüss.